Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, Unboxing nicht so ganz. Wir befüllen einen Adventskalender und zwar für einen von euch, denn einer von euch kann das gewinnen. Es gibt hier gleich zu sehen den perfekten DM Beauty Adventskalender für exakt 50 Euro. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir zu erfahren, was da alles so reinkommt, Spoiler, 28 Produkte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr fragt mich immer wieder, welche Produkte würdest du in einen Adventskalender packen? Was ist der perfekte Adventskalender? Dies, das, Ananas? Und ja, die gleiche Frage wird genauso auch immer an die liebe Sarah Isabel gestellt vom Kanal Like a Daisy in Spring. Das ist nicht nur meine Kollegin, sondern auch meine unglaubliche Freundin. Und ja, sie lädt jetzt gerade auch auf ihrem Kanal das gleiche hoch für Rossmann. Schaut gerne nach diesem Video bei ihr vorbei und holt euch da Inspiration. Und vielleicht habt ihr auch Glück und könnt dort bei der Verlosung auch vielleicht was gewinnen. Mal gucken. In diesem Video gibt es exakt diesen Adventskalender zu gewinnen. Und welcher Adventskalender könnte dafür besser passen, um ihn zu befüllen, als der Glossybox Adventskalender? Das hat so ein bisschen ja historische Gründe, denn letztes Jahr habe ich ja ein bisschen Kanalvertretung bei ihr gemacht. Da habe ich dann auch quasi den Glossybox Adventskalender gefilmt und sie hat ihn bei sich hochladen können. Und ja, die Produkte passen da halt auch einfach alle rein, weil er richtig schön groß ist. Also, ne, der wird jetzt neu befüllt und ich werde euch hier auch so ein bisschen mal so erklären, warum ich welche Reihenfolge gewählt habe, warum ich welche Produkte gewählt habe und ihr kriegt natürlich auch noch alle Produkte bei DM zu kaufen. Ich hatte eben das Problem, durch das große C, was bei uns im Hause unterwegs war, konnte ich leider nicht in den Laden gehen, um da irgendwelche Minis zu holen oder so. Glück für euch, es sind ausschließlich Full-Size-Produkte und ja, wir schauen doch einfach mal, was am 1. Dezember drin sein wird. Da gibt es natürlich die großartige Limited Edition Magical Wishes. Da gibt es übrigens unterschiedliche aktuell. Und da habe ich die Handcreme mit zauberhaftem Duft einfach mal gekauft. Und die kommt tatsächlich in den 1. Dezember mit hinein. Übrigens mit den ganzen Codes, die ich dann auch auf der, in der App einlösen konnte, ist es sogar unter 50 Euro. Aber unterm Strich war es exakt 50 Euro. Da habe ich echt drauf geachtet. Richtig cool. Handcreme braucht man einfach, finde ich persönlich, in der Adventszeit. Und deswegen gehört in meinen Beauty-Adventskalender definitiv eine Handcreme rein. Am 2. Dezember widmen wir uns schon so ein bisschen dieser ganzen Skincare-Thematik. Da habe ich darauf geachtet, dass es auch wirklich für jeden Hauttypen geeignet ist. Ne? Also nicht explizit für trockene Haut, für sensible Haut, für ölige Haut, für Mischhaut, für dies, das Ananashaut. Da gibt es das feuchtigkeitsspendende Gesichtswasser hier von Balea. Für normale und Mischhaut steht hier zwar drauf, aber es kann jede Haut verwenden. Ne? Und das ist halt ein Toner. Das heißt, du verwendest das, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast, um halt einfach den Wirkstoffen nachher noch die Möglichkeit zu geben, tiefer in die Haut einzudringen. Und ja, das ist ein schönes Produkt und das hat mich mega gefreut, dass es auch einfach 85 Cent gekostet hat oder so. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und jetzt kommen wir in den Bereich dekorative Kosmetik. Das ist gar nicht so leicht gewesen. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen für diesen Adventskalender auch komplett an den Eigenmarken bedient. Und ja, okay, ein Produkt von Essence, zwei Produkte von Essence sind auch mit dabei. Da habe ich ja einmal Pretty in Tint, ein Fruity Lip Stain. Ich habe mir nämlich gedacht, wir brauchen jetzt nicht alle unseren 5 Milliardensten roten klassischen Lippenstift, nicht alle mögen Lippenstift, aber so ein Lip Tint ist eigentlich super cool, weil du da überhaupt nicht irgendwie aufpassen musst, schmiert der irgendwo oder keine Ahnung. Du machst dir den drauf, lässt den ein bisschen einwirken, dann kann man den Rest einfach mit einem Papiertaschentuch oder so abnehmen, ne? Und dann hast du einfach den ganzen Tag über diesen Hint of Tint auf den Lippen. Das ist ein super beliebtes Produkt und deswegen fand ich das sinnvoll, das mit reinzupacken. Und ich glaube, das hat auch einfach gar keine Farbe, doch 0,30, genau. Fand ich schön, fand ich passend. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt, denn hier haben wir die Nummer 4. Da habe ich von Balea die Arztseife sensitiv reingepackt. Die kannst du natürlich nehmen, um dir damit die Hände zu waschen, den Körper zu waschen, deine Küche zu waschen, keine Ahnung. Ich würde sie empfehlen, um zum Beispiel auch die Pinsel zu waschen. Also das ist dann auch nochmal so ein kleines Add-on zu diesem Produkt. Manche Produkte brauchen eine kleine Erklärung, das ist tatsächlich so. Und ja, das ist einfach ein Stück Seife und ja, ne, die ist einfach extra mild. Kann man, wie gesagt, für alles Mögliche verwenden. Ich würde empfehlen, sie einfach für die Pinsel auch mit zu nutzen. Dann
Am 5. Dezember müssen wir uns so langsam auch mal den Haaren widmen. Und da habe ich was gefunden, was ich echt abgefahren fand. Und zwar ist es Shampoo und Spülung in einem Produkt. Unglaublich praktisch. Oriental Magic Shampoo und Spülung mit orientalischem Duft für jedes Haar ist es geeignet. Du hast dann hier oben einfach die Möglichkeit, Shampoo rauszubekommen. Hier unten die Spülung. Und so ein 2-in-1-Produkt fand ich einfach praktisch für einen Adventskalender. Und ja, das ist irgendwie mit Feige und orientalisch und Vanille und so. Und das fand ich passend, weil ich persönlich gucke gerne so zum Beispiel zur Weihnachtszeit auch viel so Disney-Filme und so, ne? Und das erinnert mich natürlich ein bisschen an Aladdin. Am 6. Dezember möchte dieser Adventskalender natürlich noch ein bisschen ein Add-on geben, ein bisschen was Spezielleres geben. Und da habe ich dieses Produkt ausgesucht, das Teint Perfection Wimpernserum von Balea. Das habe ich auch schon mal verwendet, ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit. Da war das, glaube ich, auch noch in einer anderen Verpackung. Das ist halt nicht mit Hormonen. Das heißt, es ist auch wirklich für jeden geeignet. Und das ist eigentlich mehr dafür da, eben mit Hyaluron, Koffein und Peptidaktivkomplex und Allantoin und Biotin dafür zu sorgen, dass quasi die Wimpern gepflegt werden, dass deine Haut um die Wimpern drumherum gepflegt wird und das trägst du dir auf wie ein Eyeliner jeden Abend, wenn man möchte auch morgens und ich würde es aber eher nur abends verwenden und ja, damit kann man halt vielleicht bis Heiligabend sogar etwas vollere, dichtere und schönere Wimpern haben. Fand ich als Idee eigentlich ganz cool und einfach ganz ehrlich, ihr wisst ja, dass ich Wimpernseren verwende und deswegen musste irgendwie so ein Produkt hier mit in den Adventskalender mit rein und da kam das doch eigentlich wie gerufen. Dann gehen wir mal zum 7. Dezember, da dürfen wir etwas gut riechen und zwar ist das auch so ein, keine Ahnung, angelehnt an Produkt, ne? Glamorous Moment Parfum Deodorant mit orientalisch blumigem Duft. Da habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen einen super speziellen, großartigen Duft hier mit reinzupacken, kommt aber nachher noch ein anderer, und gleichzeitig ein Deo mit reinzupacken. Ich finde Deos in Adventskalendern super sinnvoll und deswegen ist es hier am 7. Dezember drin. Um in der gleichen Farbfamilie zu bleiben, aber gleichzeitig ein Produkt zu bringen, was auch macht, dass es kracht, in der Nummer 8, habe ich diesen Nagellack rausgesucht. Boah, Trend It Up Easy and Speedy Nail Polish, wie geil ist diese Farbe? Das ist die Farbe Nummer 100 und das ist kein klassisches Rot, das ist ein metallisch schimmerndes Rot. Das fand ich so besonders, weil ich mir gedacht habe, jeder und seine Mutter hat doch roten Nagellack, brauchst du nicht reinmachen. Grün oder blau ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber sowas, das hat was. Deswegen kommt es mit rein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Produkt freuen, was wir zweckentfremden sollten. Bitte nicht im Gesicht anwenden, sondern am Körper. Ich habe nämlich nach einem Körperpeeling gesucht, es aber nicht gefunden, jedenfalls nicht so, dass es halt auch ins Budget gepasst hätte. Und das hier ist von Balea das Sugar Scrub, Brown Sugar in Kia. Das ist, ne, eigentlich fürs Gesicht gedacht. Ich persönlich würde es aber empfehlen, am Körper anzuwenden. Ich liebe Zuckerpeelings, ich liebe Salzpeelings und hier hast du halt zwei Sachets A8 Milliliter drin, das sind nur 16 Milliliter, das ist nicht viel, es reicht halt für eine Anwendung, ne, aber ich fand's cool, ja, und deswegen habe ich das mit reingegeben, genau, aber bitte nicht im Gesicht verwenden. In der Nummer 10 darf es dann unter der Dusche weitergehen und zwar mit einer anderen Limited Edition. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, das muss mit rein, wie auch immer ich das reinbekomme. Das ist Warm Wishes, eine Cremedusche, duftet nach Kirsche und Rose. Das ist jetzt so ein ganz, ganz neues, crazy Produkt. Wirklich geil. Also, ich glaube, darüber freut man sich doch wohl mal mega, ne? Wenn man sowas in einem Adventskalender findet. Und ja, duschen in der Weihnachtszeit ist auf jeden Fall eine sinnvolle Kiste. Am 11. Dezember der ersten Schnapszahl habe ich hier was mit reingegeben. Da habe ich erst später gemerkt, dass es auch irgendwie gerade gehypt wird, was ich abgefahren finde. Ich glaube, das muss ich mir dann auch nochmal kaufen. Von Trend It Up, das All-in-One Loose Setting Powder. Das ist mit Weichzeichner-Effekt ein loses Puder, was halt wirklich für jeden Hauttypen geeignet sein soll oder jeden Hautton, ne? Das ist mir immer wichtig und deswegen ist es am 11. Dezember drin und ich glaube, darüber freut man sich doch schon irgendwie, ne? Am 12. Dezember auch hier wieder ein Produkt. Das ist ein bisschen teurer, aber ich fand es wichtig, dass es mit reinkommt. Ich habe es letztens erst leer gemacht und ich finde sie fantastisch, Leute, wirklich. Von Balea, die Vital Plus, die straffende Augencreme mit Calcium und Peptidkomplex für sehr reife Haut. Das vergessen wir jetzt einfach mal. Das kann jeder verwenden, der so ein bisschen Trockenheitsfältchen hat, der einfach so ein bisschen seine Haut pflegen möchte. Hier steht halt drauf, dass es so um 50, ne, 45 bis 50 geeignet ist, hört da nicht drauf. Das ist tatsächlich so, dass ich auch mit 35 Jahren jetzt nicht irgendwie
da, keine Ahnung, einen dritten Arm gewachsen bekommen habe oder so. Ein super tolles Produkt, was so mild ist und so schön. Es hat, glaube ich, trotzdem irgendwie Parfüm oder sowas drin, genau, aber ganz, ganz weit hinten. Und ich habe das so gerne verwendet. Richtig gutes Produkt und deswegen ist es einfach eine verdiente Halbzeit, nicht ganz, weil ich habe hier einen Adventskalender ausgewählt, der ja 25 Kläppchen hat. In der Nummer 13 darf es tatsächlich jetzt auch sogar mit zwei Produkten weitergehen. Einmal habe ich mir gedacht, okay, komm, wir waren jetzt schon ziemlich viel im Gesicht unterwegs, jetzt müssen wir auch mal die Füße bedenken. Ich bin ja auch so ein Junkie, ich creme jeden Abend die Füße ein, weil ich das so wichtig finde. Und hier habe ich die Feel Well Fußmaske reingegeben mit Lycea, Kobeba und Aprikosenkernöl, eine wohltuende Intensivpflege. Das fand ich cool und ich glaube, darüber freut man sich. Kann man natürlich auch einfach wie relativ dünn auftragen, dann wie eine Fußcreme verwenden. Das kannst du dir auch dick auftragen und dann halt Socken drüber ziehen oder so, ne? Ich fand es schön, deswegen kam das hier mit rein. Wäre natürlich auch passend gewesen, das irgendwie am 6. Dezember noch mit rein zu schustern, aber nee, da reicht tatsächlich das Wimpernserum, würde ich mal so sagen. Das weitere Produkt am 13. Dezember ist etwas, das war, glaube ich, das, wo ich am längsten überlegt habe, welche Gesichtscreme gebe ich mit in den Adventskalender mit rein. Ich habe mich letztendlich für das Aqua-Feuchtigkeitscreme-Gel entschieden mit Hyaluronsäure und Thermalwasser. Das ist zwar für trockene Haut vielleicht ein bisschen zu wenig, aber ich habe mir einfach gedacht, okay, trockene Häutchen können das halt auch einfach tagsüber verwenden und darüber dann Lichtschutzfaktor auftragen und dann reicht es auch von der Feuchtigkeitsversorgung aus. Das ist aber auch super geeignet für ölige Haut, für Mischhaut, für normale Haut. Jeder kann das gut verwenden. Das ist ein super beliebtes Produkt bei DM halt, ne? Und ja, eine schöne Schweiz, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ja, am 14. Dezember, ich habe hier irgendwie ein Haar hängen, läuft bei mir, darf es jetzt wieder mit dekorativer Kosmetik so ein bisschen weitergehen. Da habe ich einen Eyeliner gefunden, das ist der Trend It Up Skinny Lining Eyeliner Waterproof. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen schön sein könnte. Ich liebe Eyeliner, ich mag gerne diese Stift-Eyeliner, ich mag nicht so gerne Dip-Eyeliner, ich mag nicht so gerne Kajal, deswegen habe ich so einen Eyeliner hier reingepackt. Der hat einfach so eine dünne, lange Spitze hier vorne dran und damit kannst du eigentlich ganz gut hier auch einen Liner ziehen. Es muss ja nicht unbedingt mit Wing sein, aber so ein bisschen die Wimpern zu verdichten, ich musste den mit reingeben, Leute. Es ist einfach so. Wir kommen da nicht drum herum und um den dann auch wirklich wieder abzubekommen, musst du vielleicht noch einen Tag warten, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Am 15. Dezember ist es doch, ne? 13, 14, 15, ja. Den Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner von Balea. Den kannst du natürlich auch, wenn du Double Cleansing machst, ne, als ersten Schritt anwenden, um dich abzuschminken. Und als zweiten Schritt kannst du dann zum Beispiel die Arztseife oder so nehmen. Und ja, da habe ich jetzt auch gehört, dass das richtig gut sein soll. Viele reden sehr, sehr positiv darüber. Ich habe das damals in einer alten Formulierung und in einer alten Verpackung verwendet und fand das auch ganz gut. Und deswegen, ja, habe ich das hier mit reingegeben. Pflegt vor allem die Wimpern, was wir gut gebrauchen können, wenn wir halt in der Zeit ja auch unser Wimpernserum anwenden. So, am 16. Dezember habe ich jetzt hier etwas reingepackt, was auch so ein Klassiker ist, ne? Das ist das transparente Augenbrauengel von Essence. Das hat jetzt nicht so einen festtackernden Effekt, aber es hat einen schönen Effekt. Es hält die Augenbrauen in Form. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Eigenmarke von DM. Da musste ich aber drauf ausweichen, weil ich das einfach gut finde. Und auf jeden Fall ein transparentes Augenbrauengel auch mit in den Adventskalender mit reingeben wollte. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Eine Woche vor Heiligabend kommt dann endlich mal sowas um die Ecke wie so eine Art Serum. Ich habe mich ja auch bewusst gegen andere Seren entschieden, weil ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, ob das so passt. Deswegen habe ich einfach so eine kleine Kur hier mit reingegeben. Da fliegt gerade der ADAC-Hubschrauber über unser Haus. Hyaluronkonzentrat, milder Trockenheitsfältchen. Da kriegt man halt einfach einen Hydro-Boost. Da sind 7 Kapseln drin. Das kann man dann natürlich auf 7 Anwendungen aufteilen. In der Theorie reicht so eine Kapsel aber auch ganz gerne mal für 2 Anwendungen, ne? Und ja, deswegen wollte ich das auch mit reingeben. Ist halt auch so ein Allrounder-Produkt. Und deswegen ist das hier eine Woche vor Heiligabend drin. Ja. Dann kommen wir jetzt in die Weihnachtswoche. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, Leute. Ne? Die Weihnachtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und am 18. Dezember kam natürlich jetzt ein Produkt, das darf ja auch nicht fehlen. Eine Lippenpflege habe ich jetzt Knatsch hier reingepackt. Magical Wishes ist es mit zauberhaftem Duft für zarte Lippen von Balea. Guckt euch mal an, wie süß diese Mäuschen aussehen. Das sind Mäuschen, ne?
Ja, das ist einfach knuffig. Erinnert auch so ein bisschen an Fievel der Mauswanderer. Ja, fand ich einfach total cool. Und ja, wie gesagt, eine Lippenpflege gehört hier mit rein und deswegen muss es auch genau diese sein. Am 19. Dezember möchte ich so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl geben, dass auch in der Weihnachtszeit oder in der Winterzeit auf Sonnenschutz geachtet werden sollte. Ich habe jetzt keinen 50er genommen, sondern den 30er, ne? Aber ich habe ihn hier mit reingepackt, weil ich das einfach super wichtig finde. Von Sundance ist es der oder das Sensitiv-Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté ohne Parfüm und Octocrylen. Ich glaube, das freut auch viele. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und wie gesagt, die trockenen Häutchen werden das dann super gut kombinieren können mit dem Aquacreme-Gel. Aber auch, ne, wenn du halt eine Mischhaut hast oder eine ölige Haut. Wobei, dann würde ich einfach nur den Sonnenschutz verwenden und ja. Ne? Aber super gut und wichtig, dass sowas auch in einem Adventskalender zu finden ist, meiner Meinung nach. Oh wow, wir sind jetzt schon im 20er-Bereich und da habe ich mir gedacht, ja komm, ne, vor Heiligabend sollte man vielleicht nochmal den Körper reinigen und selbst wenn man keine Badewanne hat, kann man das als Fußbadesalz nehmen. Ich fand aber diesen Spruch da drauf einfach fantastisch. Du bist wundervoll, vergiss das nie. Das ist ein Badesalz. Und sowas einfach in einem Adventskalender zu finden, ist doch wirklich total herzlich, oder? Mit dem Duft nach Mandelmilch und weißen Blüten. Und ja, das machst du einfach in die Badewanne oder halt ins Fußbad. Und dann hat man da nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen zu entspannen, zu relaxen. Und am 21. Dezember gibt es eine Pflegecreme. Ich habe keine Bodylotion nämlich mit reingemacht. Hat A, preislich nicht so ganz gepasst, ne? Und zum anderen fand ich diese Pflegecreme einfach so süß und wollte sie mit reintun. Und das ist die Make a Magical Wish Pflegecreme. Die kannst du halt, wie gesagt, auch am Körper verwenden. Das sind aber nur 30 Milliliter. Das heißt, ne, das wird nicht allzu lange für den Körper reichen. Egal. Ja, die fand ich süß. Und die kann man halt an verschiedenen Stellen verwenden. Ist aber hauptsächlich für den Körper gedacht, dass wenn man da halt irgendwie die Hände oder irgendwelche rauen Stellen oder so eincremen möchte. Und dann ist die auch noch so süß und passt in der Handtasche. Da kann man sich nicht beschweren, finde ich. So. 18, 19, 20, 21. Am 22. Dezember habe ich etwas drin enthalten. Natürlich muss eine Mascara hier rein. Ich habe bewusst keine Lashes genommen, weil ich mir gedacht habe, passt nicht zu mir, ne? Also zu mir selber. Und deswegen habe ich eine Mascara genommen. Das ist die Number One Mascara Volumen und Express Volumen von Train It Up. Das ist einmal diese hier. Und ich glaube, dass das auch wirklich eine ist, die sehr, sehr gut, ja, die beliebt ist, einfach weil die auch sehr gut bewertet war. Und dann habe ich mir gedacht, komm, packen wir die mal mit rein. Deswegen darf sie auch kurz vor Heiligabend hier drin sein. Am 23. Dezember gibt es noch eine Kleinigkeit, ne? Da habe ich mir gedacht, komm, einen Tag vor Heiligabend, kannst du dir vielleicht nochmal eine Haarkur gönnen? Da gab es unterschiedliche, aber ich habe mich dann letztendlich für die hier entschieden. Seidenglanz-Haarkur mit Pfirsichduft. Das ist, ja, 25 Milliliter, das ist mehr als eine Anwendung eigentlich, ne? Also wirklich, ich würde jetzt nicht so aufreißen, weil dann kannst du das ja nicht irgendwie noch mehrfach verwenden. Also so umklappen, mit einem Bobbypin zumachen, dann funktioniert das besser. Habe ich mir gedacht, macht Sinn, dann hat man wunderschön seidenglänzende Haare zu Heiligabend. Und jetzt kommen wir zu Heiligabend. Da sind natürlich zwei Produkte drin enthalten. Ich kam nicht drum rum und es ist uns allen bewusst, dass das wichtig ist. Eine Tuchmaske. Da gibt es aus der Magical Wishes Limited Edition mit zauberhaftem Duft auch diese Tuchmaske. Und ja, ist das süß? Also ich finde die süß, ja. Und deswegen durfte die einfach auch hier mit rein. Normalerweise finde ich persönlich von der Wirkung her und von der Qualität, die aus dem Standardsortiment noch ein bisschen besser als die aus den Limited Editions. Aber ich habe mir gedacht, komm, die hat Aloe Vera drin, das kann jeder gebrauchen. Und so ein bisschen Vitamin C, ne? Das ist halt so ein kleines bisschen Pflege, es ist nicht zu viel auf einmal. Und ich glaube, damit kommt man ganz gut klar, vor allem Heiligabend, wenn da jetzt auch eigentlich alles perfekt laufen muss. Braucht man jetzt nicht noch die krasseste Wirkstoffbombe im Gesicht haben. Und Heiligabend selber gibt es natürlich noch was ganz Besonderes. Und zwar, das ist, also, es riecht wie einer meiner Lieblingsdüfte, nämlich der My Way von Giorgio Armani. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie miteinander was zu tun haben, aber es ist hier von Larive, der Her Choice for Woman mit 30 Millilitern. Da habe ich mir gedacht, komm, zu Heiligabend, da darf es doch gerne mal was richtig Besonderes sein. Und deswegen kommt hier einfach mal ein Parfüm mit rein. Und ich glaube, das ist ein schönes Produkt für den Heiligen Abend. Und es gibt halt mittlerweile die Möglichkeit, dass man diese Düfte halt auch in 30 Millilitern bekommt. Finde ich einfach handlicher. Ich finde es schön, dass Larive das, ich glaube, dieses Jahr umgestellt hat, ne? Und deswegen auch 1A für einen Adventskalender geeignet ist. Wenn ihr selber auch Adventskalender befüllen möchtet, denkt da dran, ne? Da gibt es allerhand auch verschiedene von, auch für Männer zum Beispiel, richtig tolle Düfte. Und ja.
Der ist dann an Heiligabend drin und ich nenne das auch ganz gerne so einen sehr sympathischen Duft, einen sehr gefälligen Duft. Ich mag den. Also für mich ganz, 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 ganz großartig. Ja, und dieser Adventskalender hat 25 Kläppchen, Leute. Da gibt es erstmal was für die Augen. Die fand ich einfach süß. Von Essence Hydrogel Eye Patches sind das hier. Deep Puff Effect Hydrating und Hyaluronsäure ist hier mit dabei. Die sind in Wölkchenform. Ja, ja, ich weiß. Die Frau hat einen Lattenschuss. Aber ich fand das einfach süß. Und deswegen mussten die auf jeden Fall in den 25. Dezember rein. Weil ich mir gedacht habe, da kommt auch nochmal eine Lidschattenpalette um die Ecke. Und nicht jetzt irgendwie eine Nude-Palette. Ne, das wollte ich nicht. Da habe ich mir von Alverde, die aus dem Sortiment rausgesucht, die grün ist. Das ist die Emerald Dreams-Palette. Also sollte jedem bewusst sein, dass das eigentlich eine Palette ist, die aber sowas von mir ausgewählt werden würde, oder? Weil es ist halt eine grüne Palette, die hat diesen großartigen grünen Schimmerton, den ich wunderschön finde. Du hast aber auch tolle matte Töne mit dabei, du hast einen Ausblendeton, Transition Shade. Alles ist hier eigentlich mit dabei und das wirklich für einen schmalen Taler. Und Naturkosmetik. Fand ich auch irgendwie interessant, ne? Ja, und das wäre der Adventskalender, den ich dann für euch befülle und den ihr in diesem Video gewinnen könnt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Ich bin extrem gespannt, was Sarah Isabel ausgewählt hat. Also was in ihrem Rossmann-Adventskalender drin sein wird. Denn das ist jetzt ja quasi meine DM-Auswahl. Und ich werde gleich direkt mal bei ihr rüberschauen und gucken, was sie da so reingepackt hat. Und ja, lass mich da auch mal ein bisschen inspirieren, weil diese Videos sind ja auch ein bisschen dafür da, dass wenn ihr selber Adventskalender befüllen möchtet, dass ihr auch so ein bisschen seht, was kann man eigentlich für einen schmalen Taler in Anführungsstrichen machen. Außerdem finde ich, ist das auch ein kleiner Seitenhieb an DM, so nach dem Motto, Leute, euer Adventskalender war dieses Jahr okay, aber er war nicht bombastisch. Guckt euch solche Videos an und versucht einfach nächstes Jahr einen hammermäßigen Adventskalender rauszubringen und macht damit die Konsumenten glücklich. Ich glaube, das könnte vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp am Rande sein, ne? Genau. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wie fandet ihr den Adventskalender? Was vermisst ihr? Was hättet ihr vielleicht ersetzt mit irgendwas anderem? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.